tatsächlich auch 20 Jahre Multikulti, ein heiß diskutiertes Thema, in Berlin vor allen Dingen, in Potsdam weniger. Wir haben andere heiße Eisen hier im Feuer, meine Damen und Herren. Das Schloss soll in der Länge 50 cm kürzer werden. Nein, 50 cm. Wie sieht denn das aus? So ein Mist. Dann sollen Sie eine Kaufhalle hinbauen, da wäre es egal. Aber nicht mal. Hier beim Schloss, da sollen Sie wenigstens das, was Sie einsparen, hier beim Schloss, die 50. Als Säule an die Akropolis, haben wir es abgegessen. Ja. Gute Idee. Alles klar. Aber ansonsten, ja, Potsdam ist ja Multikulti bis unter die Halskrause. Ich war in dieser Stadt nach seit Jahrzehnten eine Moschee völlig unbehelligt mit in dieser Stadt stehen bleiben, wenn es gleich nur ein Wasserwerk ist. Ja. Aber immerhin. Wie sieht es aber aus vergleichsweise in finsteren Ortschaften wie Finsterwalde, Luckenwalde? Oh nee, nicht Luckenwalde. Was auch mit Luckenwalde? Jetzt in der Pause erzähl noch was über Luckenwalde. Der terrorisiert uns mit Luckenwalde. Was hast denn du mit Luckenwalde? Da wohnt meine Schwiegermutter. Ach. Ich hab gedacht, um solche Ortschaften wie Luckenwalde macht der Kampf der Kulturen oder wie der Spiegel es so schön sagt, die Islamisierung der Gesellschaft. Ein großen Wurm. Nein, weit gefehlt, denn eines Tages hat er im Busvaterhäuschen von Luckenwalde City die Losung gewechselt. Wo jahrelang dran stand Freiheit für Rudi Hess, stand plötzlich Heil Muhammed. Muss das nicht Mohammed heißen? Ja, da hat sich einer verschrieben. Ja, hey, jahrelang waren die Luckenwalder an dem Rudi Hess vorbeigelatscht, ohne mit der Wimper zu zucken. Jetzt stand da Muhammed, da wusste jeder sofort, wer es war. Das war Svenny. Svenny, der kleine Doof-Nazi. Täglich latscht er mit diabolischen Grinsen die Tillmannstraße runter. Und obwohl er immer, wenn er aufgeregt ist, stottert wie so ein alter Heubänder, erschreckt er immer wieder die Frauen vor der Edeka-Filiale mit einem lustigen Inshallah! Die Demokratie in Luckenwalde stand auf dem Spiel. Ja, es wurde sofort eine Sondersitzung im Luckenwalder Rathaus einberaumt unter dem Vorstand des Vorsitzenden für Kultur, der übrigens auf eine glänzende Karriere zurückblicken kann. Hier KPD, SPD, NSDAP, SED, PDS, DVU und natürlich ADAC. Entschuldigung, das klingt ja nach dir. Ja, das sind dann etwa meine biografischen Eckdaten. Ich darf vielleicht noch hinzufügen, dass ich nebenberuflich bei der Allianz als Vertreter tätig bin. Das muss man alles offenlegen als Abgeordneter heute Tag. Herzlich willkommen im Rathaus, meine Damen und Herren. Ja, das Thema ist bekannt. Svenny, ich will nicht viel dazu sagen, nur so viel. Wir müssen uns viel mehr um die globalen Entwicklungen kümmern, auch und gerade in Luckenwalde. Und da sage ich nur eins, Svenny, raus! Moment mal, Svenny will ja mit seiner Losung nur auf die nächste Überfremdungswelle in Luckenwalde hinweisen. Hey, der werdet ja ein pfiffiges Kerlchen, das wollen Sohn von Sarasin, ne? Ja. Sie als Kindergärtnerin sollten ruhig ein wenig mehr pädagogisches Feingefühl aufbringen für einen hoffnungsvoll heranwachsenden jungen Nazi wie Svenny. Aber ich frage jetzt mal, was heißt eigentlich Inshallah? Das heißt erstmal nichts Schlimmes. Ja, das bedeutet so viel wie, der Islamismus ist richtig, weil er wahr ist. Ja, sag mal, hast du nicht früher gesagt, der Marxismus ist richtig, weil er wahr ist? Schau an, wie die Zeit vergeht. Ja, was heißt es noch so, es war nicht alles schlecht, Obama wird es schon richten, etc. Ach, das ist ja der Quatsch der Kultur bei uns auch schon angekommen. Ja. Also ich als Chef der Freiwilligen Feuerwehr habe schon mal eine Gefahrenanalyse von unserem Siedlergebiet erstellt. Ergebnis, im Falle einer Geiselnahme von der Dick Martina bei Edeka in der Fleischtheke durch den Taliban, könnten wir als Freiwillige Feuerwehr keine großen Sprünge machen? Ich hab's euch immer gesagt, unser Barkas rostet in einem Spritzenhaus vor sich hin. Ja, beim Ausflug zum letzten Herrentag ist die Karre auch wieder abgesoffen. Ja, die ist immer die erste, die voll ist. Aber man soll doch mal das Positive sehen. Ja, den Islam als Chance begreifen. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe ein bisschen gebastelt. Guckt mal her, Jungs. Ich hab was mitgebracht, ja, setzt mal auf hier, ich zeige euch, wie das geht. Hier geht's einfach, also, schwarzer Jummi innen oben, ja, denn push rum, schwarzer Jummi um Kopf, Ecken eingesteckt, heiß. Sagen, jetzt fühle ich mich gleich viel sicherer. Ja. Und ich finde ja, dass so ein Ramadan, so ein Fastenmonat uns Frauen ja nicht schaden.
haben kann. Und den begehen wir denn auf der Badewiese zu Ostern mit dem großen Osterfeuer? Oh, Ramadan zum Osterfest bringt Stimmung da in jedes Nest. Ja. Sag ich. Und dazu natürlich Kuchenbuffet, Bastelstraße. Ihr könnt alle eure alten, ausrangierten Barbie-Puppen mitbringen. Die bieten wir dann auch noch mal zum Verkauf an. Das ist schön. Ja, an den Barbie-Puppen kann dann jeder, wenn er mag, seinen Frust gegen die USA-Kolonialmacht, wie soll ich sagen, abfoltern. Ja, und dann kommen ganz, ganz viele Touristen aus dem wilden Kurdistan und den arabischen Emiraten. Die kann ich ja dazu rufen. Hier Brandenburg ist kein Schurkenland. Brandenburg ist ein Gurkenland. Und irgendwann steht dann am Ortseingangsschild Luckenwalde, das märkische Mekka, erste terrorfreie Gemeinde Brandenburgs. Und ich habe auch schon eine Sofortmaßnahme eingeleitet. Ich habe dem Küster befohlen, sofort das Gebimmel der Kirchenglocke anzuhalten, damit davon nie wieder eine Beleidigung Andersdenkender ausgehen kann. Wie verhält sich denn die militante Abspaltung der Volkssolidarität? Ihr meint da nicht etwa meinen Klöppelkurs? Wir sind längst umgestiegen auf Teppich. Ja? Wir haben den ersten Teppich fertiggeknüpft. Den legen wir in den ehemaligen Frauenruheraum und bieten den ganz jetzt als Gebetsraum an. Oh, das ist gut. Da kann sich Jasmini dann mit Bier und Lulle schön niederlassen. Richtig, und wenn du um 12 Uhr an der Hütte vorbeihörst, hörst du, wie Svenny beim Beten immer mit dem Kopf auf der Bohlen schlicht. Ich sage immer, Hauptsache der Junge ist von der Straße. Aber das ist übrigens der Schlüssel für den Gemeindeschaukasten. Na, den hab ich. Ja, das habe ich mir gedacht. Wir müssen dringlich die erste Anweisung für den Ramadan rein. Und was ist mit den Terminen für meinen Damensack hüpfen? Das muss jetzt alles mal Allah weichen. Ja, also ich finde auch, es wird Zeit, dass wir uns zum Islam durchkugeln, ja, oder wie unser Wolfgang Schäuble sagt, zum Islamischmusch. Durchkugeln. Da werden wir merken, dass der gar nicht so dogmatisch ist, wie zum Beispiel die Alice Schwascher. Ja, Moment, warte doch mal, nicht so eilig. Ja. Sag mir mal, wann beginnt denn eigentlich dieser Ramadan? Hab ich gelesen, im Koran. Suche 2, Vers 3, hänge ein schwarzes und ein weißes Fädchen ins Küchenfenster. Wenn dann der Mond als dünne Sichel erscheint und du das Schwarze nicht mehr von dem weißen Fädchen unterscheiden kannst, dann musst du zu viel manieren. dann musst du das Gehackte doch vor dem Frühstück erhitzt haben. Und wer danach noch kauend erwischt wird, der soll die wahre Hölle erfahren und an einem verkaufsoffenen Sonntag um 15 Uhr mit der ganzen Familie zum Ikea fahren. Gott soll schützen. Nee, aber Kinder, ich habe in der Matz, ja, in der merkwürdigen Allgemeinen Zeitung, habe ich gelesen, ja, also der Koran schreibt nicht zwingend die Beschneidung der Knaben vor. Nein, den habe ich gelesen unter der Rubrik mit Mohammed ins Wasser. Ja, ich habe ein Problem noch mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Einmal im Monat muss ich auf das Sexverbot vor Sonnenuntergang hinweisen, im Sommer sogar täglich. Es ist erstaunlich, wie langsam die Sonne mitunter so untergehen kann. Kommt es dennoch zu Ersatzhandlungen, weise ich darauf hin, dass wir mit rechts nur Speisen anfassen und mit links alles andere machen, zum Beispiel die Geschirrspülmaschine ausräumen. Ja, wir haben aber diesen hohen Schornstein hier von dieser ehemaligen Molkerei. Mit Sponsorengelder bauen wir die um zur ersten Müller-Milch-Moschee Brandenburgs. Und vom Minarett ruft dann der erste brandenburgische Moisi: Jesus lacht und Buddha kichert. Allah ist ein ganz versichert. Und bewegen sich zu Rhythmen von Langhalslauten. Und Svenny erhebt mehrmals die rechte Hand zum Prophetenheil. Und unser Ministerpräsident konvertiert aus rein wirtschaftlichen Gründen zum Islam, schmeißt sich in den Luckenwalder Dreck, besicht kein Mekka und singt die Brandenburg-Hymne auf Arabisch. Schalayuna, wayuna, tulike, ubike, ubi. Das geht ins Ohr und alle!
sächsischen Art fällt ein mit. Alle jetzt Hamas. Sage mal, keiner ist zu klein, zicke, zacke, Hühnerkacke, tolerant zu sein. Und die Fahne wegen Windschutz. Frau Merkel will auch fliegen, hat sie gesagt. Sie braucht dringend einen Kurzurlaub und sie will jetzt in die Berge fliegen, weil da kann man so schön hoch und runter kraxeln, hat sie der Presse erzählt, wurde sie gefragt, warum sie das so gerne macht. Ja, sagt sie, das dient der Durchblutung meines Hirns. Also das klang für mich wie eine Drohung. Ja. Deutschgeschichte in Form eines
Fußballspiels. Jawohl, meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen im Stadion der deutschen Nation zum Jahrhundertspiel der deutschen Mannschaft. Wir befinden uns bereits in der 20. Minute der Nachspielzeit. Und ich muss sagen, das Spiel dümpelt momentan sehr einfallslos vor sich hin. Und da nehme ich die Gelegenheit wahr und möchte das historische Spielgeschehen für alle, die dazugeschaltet sich haben, jetzt noch einmal kurz zusammenfassen. 1900 ging's los. Stimmt's? Richtig. Links, zwei, drei, vier. Punkt 19 Uhr wurde das Spiel angepfiffen und noch vom Kaiser höchstpersönlich aufs Spielfeld geführt, begann die deutsche Mannschaft auch sofort mit einer kontrollierten Offensive. Minute 14, Angriff im Hexenkessel von Verdun, dabei voll in einen Konter gelaufen. In Minute 18 war praktisch schon alles verloren und der Kaiser wurde nach Holland transferiert. Danach fand die Mannschaft aber recht ordentlich ins Spiel zurück, bis zur Minute 33. Vollkommen indiskutable Spieler eingesetzt, kackbraune Trikots, böse Fouls, Blutgrätsche an Blutgrätsche, bis zur Minute 39. Da wurde dann auch noch die Losung ausgegeben, Feuer frei, und schon ballert alle wild drauf los, der Göring, der Rippentropper, der Keitel, und sie tapsen voll in die sibirische Abseitsfalle. Erwähnenswert bleibt noch Minute 44, ein leider missglückter Fallrückzieher unseres einäugigen Stauffenberg. Und dann ging es Punkt 19:45 in die sogenannte Nürnberger Pause. Dort wurde die deutsche Mannschaft dann von einem internationalen Schiedsrichter gespannt ganz schön zusammengestaucht. Aber wie schon Sepp Herberger wusste, jedes Spiel hat 90 Minuten. Und so kam die deutsche Mannschaft wie verwandelt aus der Kabine und legte eine insgesamt doch grandiose zweite Halbzeit hin, wenngleich es in Minute 53 zu heftigen Ausschreitungen ostdeutscher Fans kam, woraufhin die Sportfreunde Ulbricht und Honecker ab der Minute 61 einfach zu viel gemauert hatten. Dann eine entscheidende Einwechslung in Minute 69 kam für den enttäuschenden Kiesinger Brandt. Und der kam gut ins Spiel und schon gestaltete sich das deutsch-deutsche Zusammenspiel weitaus harmonischer, wenngleich sich Brandt, der in der Minute 74 aufgrund der harten Manndeckung durch Günther Guillaume selbst auswechseln musste und seine Kapitänsbinde an den sehr effektiv spielenden Schmidt-Schnauze weitergab. Brutalste Auseinandersetzungen, brutalste Ausschreitungen randalierender Hooligans waren denn dafür verantwortlich, dass Libero Hans-Martin Schreier auf einer Bahre vom Feld getragen werden musste und das Spiel kurz vor dem Abpfiff statt. Dann Minute 82, ein genialer Flankenwechsel von Hans-Dietrich Genscher, der den fulminant aufspielenden Sturmtank Helmut Kohl ins Spiel brachte. Der hielt daraufhin immer wieder erfolgreich seine Birne hin. Zitat Kohl, Flanke Genscher, ich kopf ihn drin. Aber der Druck auf die Spieler wurde immer größer und Linksverteidiger Honecker kam immer wieder zu spät, wenn er im eigenen Strafraum zu spät kam. Das musste irgendwann einmal bestraft werden. Das Stadion kochte inzwischen und unter den Anfeuerungsrufen vornehmlich ostdeutscher Schlachtbunder fiel es dann doch noch in der 89. Minute das viel umjubelte Brandenburger Tor! 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 Dann das Spiel abzufallen. Und jetzt befinden wir uns, wie gesagt, immer noch in der 20. Minute der Nachspielzeit. Horst Köhler, der Schiedsrichter, schaut immer nervös auf die Uhr, der weiß auch nicht, was er machen soll. Und gerade ist die Kanzlerin aufs Spielfeld gewatschelt, hat sich da in den Mittelkreis begeben und sie sagt: Ja, wenn es jetzt 0:2 steht, ist ein 1:1 nicht mehr möglich. Lange, dann geht es los am 11. Juli und ich denke mir, die deutsche Mannschaft wird gut durchkommen. Ja, wohin wissen wir noch nicht, aber da spielen ja nur richtig reine Patrioten, ja, leidenschaftliche Patrioten spielen da. Also mit der Nummer 14 Mesut Özil, mit der Nummer 25 Piotr Tuchowski, mit der Nummer 36 Barret Kakao, mit der Nummer 18
Kevin, nein, Jerome Boateng. Boateng! Also, was da los? Los. Genau, ja. Aber Weltmeisterschaft hinher, ja. Kommen wir nochmal zu Griechenland, ja. Nicht nur Griechenland ist nur staatsverschuldet, ja. Und Portugal kommt ja ins Spiel, ja. Auch und hier Spanien, ja. Nein, und auch Deutschland ist so hoch staatsverschuldet, hat Deutschland vor sich sein heute in den frühen Abendstunden in Brüssel die Staatsinsolvenz bekannt gegeben. Und wer ist der Insolvent? Ja, ich weiß es. Berlusconi! Ja. Ja. Oh, soll ja ein Verrückter gewesen sein, der da zusammengeschlagen. Das war wahrscheinlich der einzige vernünftige Italiener, den es umschreiben konnte. Aber es musste Berlusconi sein, es musste einer sein, der mit Deutschland kein Mitleid hat. Ja, ich weiß gar nicht, warum wir alle noch so ruhig da sitzen. Wir haben nicht nur die oberen 10.000 mehr geschätzt. Nein, ab morgen wird jeder einzelne Haushalt durchleuchtet. Ja, morgen früh klingelt der Berlusconi an ihrer Tür, frisch gefärbt, gut geschminkt. Da schauen Sie. Ja, komm, hier, in der Blond, dynamisch. Wenn Sie sich was Schickes anziehen, da reicht's bei Berlusconi gleich für Ministerposten in Italien. Können Sie Italienisch? Nee, können Sie Französisch? Oh, dann wird's bei Berlusconi eng. Das ist meine Lieblingsstelle. Ja. Zu spät. Der ist erbarmungslos, der nimmt Ihnen die grandios ab. Also so schnell können Sie ja nicht gucken, denn die Frau haben Sie Kinder. Ja, das seien Sie froh, die können Sie in Zahlung geben. Ich habe auch zwei zu Hause rumhocken, ja, zwei Kinder. Und meine Frau, die hat immer gesagt, ach, die süßen Kleinen, das bisschen Arbeit, man bekommt ja so viel zurück. Die sind jetzt beide Mitte 20, habe ich ja kein Cent zurückbekommen. Ja, Meine Frau, die hat auch schon versucht abzusetzen auf einer Parkbank beim Heimbad. Der habe ich letzte Weihnacht Navi geschenkt. Die findet immer zurück. Ja, geschenkt. Ja, ja. Kannst du auch mal schenken. Ja. Nee, aber es gibt ja auch sowas wie eine Privatinsolvenz. Ja. Also das kann dauern. Also wenn man sich im ersten Jahr nicht einig wird mit den Gläubigern, dann geht das 6 Jahre in die kreditrechtlich akkumulierte Explikation zur Kapitalbildung und Subordinierung mit zinseffektivem Jahresausgleich bei voller Körperschaftssteuer, Wutschrift, Trotzbemessungsgrundlage für kapitalsteuerlich anrechenbare inländische Dividenden und dann haben sie eine Bezofen. Wenn Sie das jetzt wiederholen, können Sie mit mir heute machen, was Sie wollen. Das war früher viel, viel leichter, viel schöner. Da hielt man sich eine alte Schäferweisheit. Da hat man gesagt, Steuern eintreiben ist wie scharfe Scheren. Ja. Wenn die Haut kommt, sollte man aufhören. Und ich weiß, wovon ich spreche. Na ja, gut, aber bei so einer Staatsinsolvenz, da gehen als erstes die Filetstücke weg. Was ist ein Filetstück von Deutschland? Bayern. Die Chinesen haben sich sofort Bayern gegriffen. Und Bayern geht jetzt samt Bevölkerung in die nordöstliche Provinz Tschernia. Einschließlich Bayern München, wa? Na klar. Oh ja, Strafaktion. So ist Ministerpräsident auch? Ja, natürlich muss der Seehofer. Der Seehofer, der wird dann da unten der Führer aller Uiguren. Und dann wird er vielleicht eine Antrittsrede halten und den Chinesen ein bisschen deutsches Kulturgut näher erklären. Vielleicht auch darauf hinweisen, dass einer seiner Vorgänger, nämlich Stoiber, zu seiner Frau auch sehr oft Muschi gesagt. Ganz öffentlich im Fernsehen hier, ich war mit meiner Muschi im Urlaub und meine Muschi hat zu mir gesagt, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, Mensch, sind die Bayern locker, die haben so eine Transe als Ministerpräsident. Ja, Frau, er meinte seine Frau. Übrigens, um im Bild zu bleiben, bei Seehofer, da ging ja der Trend sogar schon mal zur zweiten Muschi. Pfingstberg, da geht die Landes-CDU hin,
Die sind noch ein bisschen verschnupft, weil sie wohl nicht mehr mitregieren und weil das sowieso alles schwierig ist. Und sie haben gesagt, jetzt ist Pfingsten, sie wollen ihren Parteiengott gnädig stimmen. Sie werden ihm ein Opfer bringen in Form eines Pfingstochsen. Sie haben sich geeinigt auf Ronald Profar. Oh. Das finden Sie lustig, da. Also ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich muss Ihnen das ganz ehrlich sagen. Also Profar war für mich immer eine sexuelle Herausforderung. Na gut, aber man kann eben nicht alles haben. Ja. Die SPD geht unter Protest, allerdings unter starkem Protest, auf Atoll Ruinenberg. Ruinenberg und SPD, wie klingt denn das? Ja. Ich habe den letzten Parteitag in Dresden verfolgt, hier von der SPD. War das spannend. Andrea Nahles ist ja der neue Generalsekretärin geworden. Die hat da reingerufen ins Publikum. Liebe Genossinnen und Genossen, wollt ihr eine hübsche Generalsekretärin oder wollt ihr eine intelligente Generalsekretärin? Und da haben die Genossen zurückgerufen, weder noch Andrea, wir wollen dich! Bleibt noch übrig, da sitzen die Linken. Lecken ihre Stasi-Wunden, schauen sich gegenseitig ein bisschen die Köpfe ein und in der Pause erholen die sich bei alten Ostwitz. Oh, mach mal einen. Mach mal einen in Richtung Mauerfeier. Was war das Feier? Also kommt ein sehr junges, sehr hübsches Mädchen zu Erich Honecker und sagt: Lieber Erich, mach doch bitte, bitte, bitte mal für einen Tag die Mauer auf. Daraufhin Honecker: Du willst wohl mit mir mal ganz alleine sein. Was? Das kann ich nachvollziehen. Sag mal, was geht bei so einer Staatsinsolvenz eigentlich mit der Kanzlerin? Was soll da werden? Die betet. Die Frau betet. Die steht 18 Uhr jeden Abend, wenn sie nicht als Flugente unterwegs ist. Jeden Abend steht die vor dem Reiterstand mit Friedrich des Großen unter den Linden und betet: Lieber Friedrich, steig nicht nieder. Sing weiter oben deine Lieder. Lass in solchen finsteren Zeiten lieber mich durch Kabul reiten. Dann macht sie dann hier Afghanistan zur Chefsache. Dann reitet sie durchs Gebirge, ja vielleicht mit einem lustigen deutschen Volkslied auf den Lippen, singt sie dann hier: Ahmed, Ahmed, dein Versteck sind die Bären. Und die Taliban aus den Höhen zurück. Angie, Angie, denn hier oben sind wir zu Hause. Also wenn mir einer gesagt hätte, dass im Jahr 2010 der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland aus dem Osten weiblich und evangelisch ist, hätte ich gesagt, er wird ein schwuler Atheist-Papst. Ist ja einer geworden bei der katholischen Kirche, weiß ich nicht. Was mag eigentlich die Kanzlerin zur Ostzeit von Fahrzeug gefahren sein? Trabi. Trabi? Die ist Trabi gefahren, die hat eine typische Trabi-Gesicht. Schon ein farblich. Champagner-Beige. Was bist du denn? Wolga. Wolga, Wolga. Ja, der hat eine eigene Ölquelle. Ja. Ich hatte meinem Wolga immer gesagt, es ist mein sibirischer Säufer. Siehst du da? Und was bist du? Taxi, ich bin immer Taxi. Taxi, ihr seid Mann. Wahrscheinlich Schwarztaxi. Ja, klar, 5 Mark. Genau, ja. Redet 5 Mark. Ja, ich war Bock. Und ich sah vor mich hin, da stand im Gebüsch, jetzt halt ich fest.
der Motor übergekocht wäre. Urlaub auf Barbados war immer. Die Karibik lag direkt unter dem Motorhaube. Mein alter Vater! Andere 80er Jahre, 70er Jahre ist besonders beliebt, ja 70er Jahre. Claudia Roth ist ja auch so ein Kind der 70er Jahre, ich sag mal, bei diesen Chartshows irgendwie dabei. Ja, sie war ja damals in den 70er Jahren, war die in so einer Landkommune, da ist sie dann zu dem herangereift, was sie heute ist, eine fleischgewordene Biotonne. Frau Schulze war ja in den 70er Jahren auch aktiv, ja, sie hat ja damals gesammelt, ihre Flaschen gesammelt für die Weltrevolution. Ja, aber nur welche, die ich auch selber ausgetrunken habe. Mama, 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 blue. 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 Staatsverschuldung, so kein Wort mehr bei mir, ja? Dabei hatte ich mir so an die Öffentlichkeit gewöhnt.
Ich fand das so kacke. Da habe ich gesagt, jo, da macht mir selber Spaß, aber beworben hier bei der Heidi, war bei der Klubheit noch beworben. Da braucht er ja nicht zu lachen, ja? Deutschland sucht der nächste Topmodel. Die hat mir auch genommen. Also partiell hat sie ja Humor. Dann hat die mir losgeschleift bis in der vorletzten Runde und da wurde mir selber ganz mulmig gesagt, ey Heidi, ey, das war ein Joke. Kick mir doch mal an. Das war mir ein enger vierter Tag noch größer. Und außerdem will ich dir mal sagen, ja, mein Busen ist viel zu schön, als dass er auf deinem Laufschicht immer bloß zur Hälfte rausbommelt. Da war sie schon stinkig. Hat mir nie so gefallen, hat gesagt, Heidi, bleib ruhig. Kick mal, überall, auf jedem Sender, überall Kochshows. Eine Kochshow jagt die andere nach ihr Kind. Da bewerbe ich mir, da wäre ich Deutschlands nächstes Topfmodel. Da kann ich wenigstens Sitt essen, was ich essen will und muss nicht wie bei dir hier diese komische weiße Pulver durch die Nase hier. Die Olle hat einen hysterischen Anfall. Hat ja kreischt. Ich hab gedacht, die kriegt sich nie wieder ein. Die ist so mein Klinikchef gegangen, war, hat mal angeschissen. Was hat der gemacht? Der hat mal strafversetzt. Wohin natürlich? Immer dahin, wo der meiste Arbeit ist, in der Psychiatrie. Ja. Ist nicht die Lungenabteilung, wenn man. Ich meine, kickt euch doch mal an, wa? Hat ja jeder ein Ding an der Klatsche, aber nur mal ernstlich, ja? Aber ich meine, mit meinem Stationsarzt hat man sofort blendend verstanden, habe ich gesagt, Junge, Chef, halt gesagt, wa? Chef, über meine kleine Laudatio auf mir, aber wenn passend ist, was Schönes über mir sagen und so, können Sie gleich heute Abend mitkommen, Pfingsten, wer war, nee, hat er gesagt, mein Ausgerechnet heute, Pfingstsonntag hat er sich vorgenommen, heute macht er Inventur, ich habe ihn gerade am Zentralfriedhof abgesetzt, ja? Böse war, ich habe gesagt, hier, ich habe einen langen Pfingstdienst, hat gesagt, war, klingelt an der Hintertür, ich gehe hin, war, mach auf, steht die SPD auf der Matte. Ich sage, was ist denn das? Was willst du denn hier, SPD? Ja, ich soll rausfinden, woran es bei ihr krankt. Ich sage, na, entschuldige bitte mal, SPD, da musst du doch nicht ins Krankenhaus, da habe ich doch eben Blick. Kick dir doch den Steinmeier, unseren Fraktionschef, den alten U, kick ihn dir doch an, mit der Kraft im Schlepptau. Kick dir doch das Ganze an, das ganze Dilemma von der SPD, wa? Da musst du, nein, die wollten unbedingt kein Gratis, komm hin, ich geh mit dir in der HNU. Ich hab hier den Hals-Nasen-Ohren, den Hirn noch Ortbarteil. Da wurden die angeschlossen, wa? Da wurden eher die Hirnströme werden da gemessen. Nur noch ganz leichte Pflanzen. Ganz leichte. Im Prinzip hilft nur beten. Wa? Deswegen hatten die sich ja vorher schon den Erzengel Gabriel geholt, damit der die Partei und die Gesellschaft und alles wieder in Gleichgewicht bringt. Wa? Also zumindest die Wicht hat er 130 und ausgeschlachtet. Also ich meine, aber jeder muss eben durch so ein Desinfektionsbecken. Ich meine von der SPD. Das ist so bei Rotlauf. Das ist. Da muss man durch. Aber hier, die FDP, die soll, die schlägt bei mir immer noch auf. Früher hat man immer gesagt, gelbe Gefahr. Was hat man immer gedacht bei gelbe Gefahr? Sofort an Indonesien, an Asien, an China. Quatsch. Heute, wie ist der nächste Tsunami heißt Westerwelle. Und da hat er uns jetzt, vorgestern hat er der Rösler bei mir angerufen. Der Rösler hat gesagt, jetzt kriege ich meine Kopfbauschale nicht durch. Schwester Gretel, kannst du mir nicht unter die Arme greifen? Ja, habe ich gesagt, gerne, ich greife dir gerne. Ich greife überall hin, wo die Arme sind. Das Angebot ist allerdings nicht eingegangen. Ich wollte ganz schön diskriminieren, älteren Frauen gegenüber. Also muss ich jetzt mal sagen. Nee, hat er gesagt, ich weiß ja nicht mehr, was ich machen soll. Ich sage, bleib ruhig, riecht aber nicht so auf, Rösler. Immer ein schönes Lied auf den Lippen ist besser als ein Pfeifen im Ohr. Das wird ja schwer genug. Das wird schwer genug. Bleib ganz ruhig, habe ich zu ihm gesagt. Wir machen das so wie früher. Du musst doch keiner mehr Medizin studieren mit 1,2. Ah, 3,5 reicht doch. Ey, wir gehen zum Schamanismus über. Medizinmänner, verstehst du, mit dem Knochen durch die Nase, so wuschige Tage. Ja, und so Feitstänze wie Guido Westerwelle hier vor dem Parlament und vor der Presse. So was, verstehst du? Und dann musst du ja nicht mehr, Kuren werden ja nicht mehr verschrieben, weißt du? Wenn er eine Seekur will, dann hängst du einen Hering vor den Ventilator, das muss reichen. Wo man früher die Zähne gezogen hat beim Friseur.
zurück. Ja, habe ich gesagt, soll er unbedingt machen. Aber er braucht noch mal einen Tipp für den Sommer. Da ging aber die Blutkonserven alle. Da habe ich gesagt, Kinder, das machst du auch wie früher. Bei unklaren Diagnosen, verstehst du, wird Blut abgenommen. So, also kriegst du einen Schnitt in der Ader und dann luftet. Ja, und das hat von Schaban gehört. Könnt ihr euch an die Schaban erinnern? Die Schaban, unsere Wissenschaftsministerin, die war ja mit der Merkel, das ist eine Freundin von der, die war mit der Merkel auf dem Bildungsgipfel. Schon ein bisschen her. Jedes Jahr gehen mal jeden auf den Bildungsgipfel. Eine Stunde ruf, eine Stunde runter. Und oben hat die Schaban die Merkel zur Missbildung gekürt. Nein, Entschuldigung, Missbildung, so heißt es. Ausprobieren, ja, mit dem Aderlass bei unklarer Diagnose. Und da habe ich gesagt, mache ich sofort mit ihr. Hat man gestern angemacht, meine Schwan. Hat mich der Rösler am Telefon gefragt, wie denn so gelaufen ist. Ich habe gesagt, das ist gelaufen, aber mehr als 6 Liter hat mir raus. Gut, und außerdem, also wenn aufgrund dieser medizinischen Studien von der FDP einer irgendwie so Gelbsucht ansteckende kriegt und so, oh, mit Bauchschmerzen, weil eben das Ganze nicht so behagt war, dann kommt der in Quarantäne, kommt der, und dann wird der nur noch mit Spiegelei und hier, wie heißt das andere hier, mit Pizza oder so gefüttert. Das hilft nicht. Das ist aber das Einzige, was unter der Türe durch ist. Und ich meine, die Schwarzen, ja. Die Schwarzen, da ist unheimlich, ja. Unser Schäuble, unser Rollen mit Entfernung. Das war ein Tutti Paletti in den Kindern, so was von einem knackigen Innenminister. Wa? Ja, ob der Thomas die Misere, ob der das hinkriegt, wa? Das frage ich mal bei Schäuble. Die Jungs und Mädels vom BND, die konnten aus 10 Meter Entfernung an so Krankenhausfenster springen. Sie schmeckt das Ohr an der Scheibe. So voll Aufmerksamkeit für Kassenpatienten, das kannst du dir anders, du kannst dir den suchen. Da haben wir beide mal der SPD vergessen, weil wir nochmal hingegangen und gesagt, eine Bombenstimmung bei der SPD. Sag mal, das ist ein Hirnus, warum seid ihr so fröhlich? Ja, wir haben einen Neuzugang. Ich sag, was? Wer? Juppie ist das. Oh. Ich sag, Kinder, und da fühlt ihr euch gleich unsterblich? Meinetwegen auch Rente ab 167. Ich lasse die SPD erst aus dem Krankenhaus raus, wenn die so mit sich zufrieden ist wie die meisten deutschen Frauen mit ihrem Hintern. 80% der deutschen Frauen sind nämlich mit ihrem Hintern sehr einverstanden. Nur 10% finden ihren Arsch zu klein, 10% finden ihren Arsch zu groß und die restlichen 80% sind froh, dass sie geheiratet haben. Einer Partei als ohne Glied ins Bordell. Das ist aber ein schönes Niveau. Wie kriegst du jetzt die Kurve? Ja, geistig, politisch, und mir ist rund. Sehr eigentümlich zumute. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll, ist aber sehr komisch. Sehr das wird die Witzwelle sein. Das ist die Witzwelle. Genau, wir müssen ja. Ja, jetzt sind wir ja auch reif. Jetzt sind wir ja. Warte mal, jetzt muss einer seine Tabletten nehmen. Das kommt. Jetzt müssen wir ja diesen Witz erzählen, den Hans-Dietrich Genscher, den Schewardnadze, erzählt hat. Da gab es diese große Ausreisewelle aus der DDR und da ist der zu Schewardnadze und hat ihm folgenden Witz erzählt. Ja? Also, Gorbatschow, ist der liebe J, ruft an und die Herrschaften sollen mitteln. Also, der liebe Gott hat Gorbatschow, Ronald Reagan und Erich Honecker zum Tee eingeladen. Und die drei kommen darauf an und der liebe Gott macht die völlig runter und sagt, ihr versaut meine Erde, ihr macht alles falsch. Zur Strafe schicke ich euch nächste Woche eine Sintflut. Die drei kommen zurück, gehen also vor die Presse ihres Landes und erklären dort. Ja, Reagan hatte eine gute und eine schlechte Nachricht zu verkünden. Die gute, er war beim
Tee beim lieben Gott zum Tee eingeladen und der liebe Gott hat auch Gorbatschow und Honecker mächtig ins Gewissen geredet. Die schlechte Nachricht, nächste Woche kommt eine Sintflut. Gorbatschow tritt vor die Mikrofone und sagt, er hätte zwei schlechte Nachrichten. Erstens, den Gott der Christen, den gibt's wirklich. Und zweitens, nächste Woche eine Sintflut. Ja, Erich Honecker hingegen hatte drei ausschließlich positive Nachrichten zu verkünden. Erste positive Nachricht, er war beim lieben Gott zum Tee eingeladen. Zweite positive Nachricht, denn nun wird die DDR auch von höchster Stelle anerkannt. Und dritte positive Nachricht, die Perestroika findet in der DDR nicht statt, weil nächste Woche eine Sintflut kommt. Gorbatschow erzählt, er ist in Kreml geheilt, hat seinen Genossen erzählt, der Kreml bot sich vor Lachen und die Windswelle nahm ihren Lauf. Und die Genossen in Moskau entschieden, nicht auf den lieben Gott zu warten, sondern gleich eine Sintflut in die DDR zu schicken. Ja, und am 9. November kam diese Windswelle dann an, zerstörte die Mauer und ein Grenzer sprach aus, was alle dachten, wir fluten. Natürlich hat ein deutscher Wetten das erfunden und Schumi dreht für Mercedes Überstunden. Der Westerwelle weiß, was die Welt im Innersten zusammenhält. Immer weniger haben immer mehr Geld. Wir sind die Besten. Auch im Sport und mit den Briten halten wir auf Mallorca im Saufen, im Komasaufen, im Weltrekord. Genießen Sie im Shopcenter das Stimmengewirr und sparen Sie rechtzeitig auf ein Nachtgeschirr. Ja, kann jeder leben, wie es ihm gefällt. Wir sind das glücklichste Fest, 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 Fest und voll auf dieser Welt. Thank you.
die Zeiten sind ja nicht so einfach geworden, nicht wahr? Ich auf Jobsuche komme zum Arbeitsamt. Hängt ihr da über die Tür vom Arbeitsamt so ein riesengroßes Schild, da steht drauf: Suchen ab sofort in allen Bereichen Arbeitskräfte beiderlei Geschlechts. Ich gleich wieder umgekehrt. Ich meine, wer hat das schon?